Unsere Lisa ist bei Deutschland sucht den Superstar ins Finale gekommen. Das ist gerade mal ein paar Stunden her und jetzt ist sie schon auf dem Weg nach Hause ins Erzgebirge nach Annaberg-Buchholz, weil hier gibt es eine riesen Willkommensparty für unsere Lisa. Ihre Familie ist hier, ihre Freunde sind hier und auch ganz viele Fans sind hier und die warten hier schon ganz ungeduldig und sind aus dem Häuschen und wir wollen jetzt mal gucken, warum die sich so auf Lisa freuen. Erzähl mal, warum findest du die so gut? Also ihre Stimme ist toll und sie kann einfach gut performen. Sie gehört halt zu uns ins Erzgebirge. Es ist halt, ja, gehört halt her. Und guckst du auch immer DSDS schön brav? Ja, klar. Und ich rufe auch immer an. Die Lisa-T-Shirts, warum habt ihr die an heute? Größte Lisa-Fans sind. Guckt ihr auch immer DSDS? Ja, wir waren auch schon live dabei. Im Fanblog. Im Fanblog. Von Lisa. Und wie war das? Super. Und wenn ihr sie jetzt heute nochmal treffen würdet, was würdet ihr ihr sagen? Dass sie die Beste ist. Und Glückwunsch, dass sie es ins Finale geschafft hat und hoffentlich auch gewinnt. An der Lisa ist das Besondere, dass sie einen schönen Keks hat. Na, also sie hat schon ganz schön einen an der Waffe, aber sie bleibt immer sich selbst. Also sie verstellt sich nicht und die ist halt einfach immer am Boden geblieben und das ist halt das Schöne dran. Also, weil ich kenne sie echt so lang und ich weiß, wie sie wirklich ist und so wie im Fernsehen ist auch wirklich. Also sie muss sich nicht verstellen. Was heißt denn, du kennst sie schon sehr lange? Also ich war mit ihr jahrelang in einer Tanzgruppe. Und ja, da haben wir uns halt gut angefreundet, haben immer ab und zu mal was gemacht, haben auch gemeinsam wahrscheinlich immer gesungen und allen drum und dran. Also wir hatten immer so zusammen den Traum gehabt. Schafft sie, Deutschland sucht den Superstar zu werden? Ich bin mir hundertprozentig sicher. Das war ich mir schon so seit ein paar Wochen ganz sicher. Also ich wusste auch, wer rausfliegt. Ich habe da so mental konnte ich das irgendwie festlegen. Ja, also ich bin mir sehr sicher. Alles klar, dann drücken wir weiter die Daumen. Vielen Dank. Auf jeden Fall. Jetzt hier hinten im kleinen, aber feinen Backstage. Wie war der Heimatbesuch? Mein Heimatbesuch war wunderschön, weil alle einfach da waren und es war so krass, dass es so gefüllt war und es ist jetzt so voll, dass wir gar nicht weitermachen können, weil es einfach zu gefährlich wäre und ist natürlich schade, aber trotzdem ist richtig geil, dass sie jetzt alle hier waren und dass sie sich so gefreut haben und so. Ich bin jetzt noch ganz schön voll verschwitzt und so und mir hat es auch richtig Spaß gemacht, dort auf der Bühne zu stehen. Du hast auch eben a cappella dich getraut. Wie war das? Ich habe mich einfach getraut, weil ich dachte, ach komm, ich meine, ich denke, das war trotzdem sehr gut und ich musste mich halt nicht an irgendeine Melodie richten, ich hatte halt meine einzige und ich habe mich gefreut, dass ich das trotzdem auch noch machen konnte jetzt. Du hast gerade erzählt, du hast 3 Stunden gerade mal geschlafen. Geht dein Tag jetzt so stressig weiter oder machst du hier noch ein bisschen zu Hause gemütlich? Ich denke, dass ich mich dann irgendwann zu Hause noch mal auf dem Sofa so legen kann. Das erste Mal nach 8 Wochen. Wir haben keinen feinen Tag gehabt jetzt. Wir sind durchgezogen und das ist schon echt alles richtig crazy. Und von daher freue ich mich dann auch mit meinen Muttischen und mit meiner Familie noch mal ein bisschen zu quatschen. Die habe ich ja so lange nicht gesehen und so. Aber ein riesengroßes Danke an die ganzen. Ja, einen kleinen Moment. Einen riesengroßen Dank schon erstmal an die ganzen Fans, die jetzt da drinnen waren und die für mich am Samstag angerufen haben und die hoffe ich am Samstag nochmal anrufen. Wie wird es? Jetzt wirst du wahrscheinlich nicht mehr unerkannt durchs Erzgebirge laufen können. Ja, das habe ich mir auch so überlegt. Also, ich habe mir es nicht so vorgestellt. Ich habe mir es wirklich kleiner vorgestellt. Ich dachte, so 10 Mann im Zelt.
Weil ich dann immer so denke, ach, die wollen nur nicht mich sehen, aber dass hier alles voll ist, das ist schon richtig krass. Jetzt noch eine Frage. Samstag bist du sehr, sehr aufgeregt. Wird das sehr, sehr hart, gegen Beatrice zu singen? Ich bin Samstag auf jeden Fall aufgeregt, aber es ist halt so, ich mache mir da jetzt keinen Druck, weil Beatrice eine ganz andere Sportler ist als ich. Und ja, ich mache mein eigenes Ding und sie macht ihr eigenes Ding. Mal gucken, wie es denn wird. Alles klar, wir drücken dir alle die Daumen. Vielen Dank. Danke, danke schön. Radio.